ist Richard Harloff. In Deutschland geboren, lebt seit über 30 Jahren in Bolivien. Er ist die rechte Hand eines Drogenbarons geworden und hat nach dessen Tod die Geschäfte übernommen. Laut seiner Akte ist er für zahlreiche Morde seines Kartells verantwortlich. Wie gut kannten Sie Harloff? Waren Sie befreundet? Wir waren mehr als nur normale Freunde, viel mehr. Kennen Sie das nicht? Sie sind 20 Jahre alt, weg von Ihrem spießigen Zuhause. Das Leben geht los. Sie treffen auf jemanden, der genauso denkt und fühlt wie Sie. Und es macht Bumm. Und Sie verbringen jede freie Minute mit diesem Menschen. Unsere Art von Freundschaft hätte jederzeit eskalieren können. Die ist längst eskaliert. Weißt du, warum ich mir am liebsten alte Gemälde von Kreuzigung, Mord oder Krieg anschaue? Weil sie Trost spenden. Die Menschheit hat all diese Grausamkeiten überlebt. Ich, der Betrachter dieser Bilder, bin der lebende Beweis dafür, dass die Menschheit weitergeht. Wovon redest du? Felix, all das geschieht wegen dir. Du trägst die Schuld an allem, was passiert ist und noch passieren wird.